Zimtrolle. Okay, also Reis brauchen wir auf jeden Fall auch viel. Weil man daraus Teig machen kann. Mehl kann man aus. Ja, aber was kann ich denn noch mit Mehl machen? Da. Aha, Fischsticks. Okay. Kann man irgendwie ein Brot backen? Das würde mich jetzt noch am meisten interessieren. Ein ganz stinknormales, einfaches Brot. Nein. Nicht, das ist ja Okay. doof. Wie macht man Toast? Indem man Brot backt. Ja, aber wir kommen. Irgendwie muss es Weizen geben. Ich weiß noch nicht wie. Hier ist noch mehr Dreck. Okay. Also Cantaloupes wachsen jetzt wie blöd. Und aus Reis kann man Mehl machen. Gut, ich würde fast sagen, wir machen so langsam Feierabend. Nein, die Mauer. Ach, bist du noch am Bauen? Hilf mal mit, die alte Mauer abzureißen. Das kriege ich hin. Lass mich kurz ein bisschen Reis mümmeln. Warum Reis, warum nicht Toast? Weil ich mir das Toast rationiere. So, wie reiße ich denn die Mauer ab, wenn ich keine Spitzhacke habe? Indem du eine Spitzhacke baust. Das klingt nach einem Plan. Kann ich die aus Eisen bauen oder muss ich da Nee, aus Bodenmehl. aus Bone Meal? Okay, das wollte ich doch wissen. Bone Meal ist keins in der Bank. Nee, müsste in dem Tisch noch was drin sein. Da, tatsächlich. Da ist auch der Pickaxe Head. Und dann brauche ich auch so ein Binding, ne? Und einen Stock brauche ich wahrscheinlich. Ja. Haben wir noch Stock? Nee, haben wir natürlich nicht. Wenn man es mal braucht. Zack. Dann kann ich dich gleich wieder einschmelzen. Glas kommt da rein. Das habe ich da. So. Bone Meal. Warte mal, das Ding braucht kommt da hin. Das kommt. Eine Spitzhacke. Warum liegt denn da Bone Meal drin? Zum Präparieren. Warum liegt denn da Strom rum? Reden wir nicht drüber. Stroh rum, lecker. Oder auch nicht. Axt. Warte mal, wenn ich, ach so, wenn ich da jetzt die Axt reinpacke und Bone Meal, dann kann ich das reparieren. Die Axt und Bone Meal. Ah, super. Dankeschön, dann mache ich das doch. Warte mal, ich habe doch noch eine kaputte Schaufel. Kaputte Schaufel. Schaufel. Das funktioniert nicht. Ach doch. Super, haben wir. Dann kann das Arbeiten wieder beginnen. Hei ho, hei ho. Wir sind vergnügt und froh. Ich trage die jetzt von der anderen Seite ab, ne? Aua, hey, ihr Mistkerle, hört auf damit. Hier sind Leute am Arbeiten, stellt euch mal nicht so an. Wie unhöflich. Ich habe das Gefühl, irgendjemand sägt gerade den Ast, auf dem ich stehe. Ich habe damit Warte, angefangen, das kann ich auch.
Warum machst du das nicht mit dem Hammer und stellst Gravel her? Warte, ich, mein Hammer ist kaputt. Achso. Okay, das macht Sinn. Aber dass man aus Kakteen auch noch Wasser herstellen kann, finde ich gar nicht schlecht. Ja, wobei lässt die Blätter die erste Kulle sind eigentlich. Ja, ja, klar. Weil man später auch eine relativ schöne Baumform machen kann, also ein Kram. Ja, auf jeden Fall lässt sich die Farm dann noch ein bisschen weiterziehen, also noch zwei Reihen extra. Und da kann man dann auf jeden Fall das, was da jetzt noch neu dazugekommen ist, vernünftig anpflanzen. Und dann kann man immer noch weitersehen. Ja. Ob man noch eine Farm aufmacht oder wie auch immer. Aber generell dürfte jetzt Nahrungsversorgung auch nicht mehr so massivstes Problem darstellen. Dadurch, dass wir den Reis ja jetzt nicht einfach nur noch vermehren, sondern jetzt auch tatsächlich essen können, ist da schon wieder mehr dazugekommen. Mhm. Durch die verschiedenen Samen, die jetzt noch dazugekommen sind, haben wir wieder eine massive Mehrauswahl an Rezepten. Hier, komm mal her, du Fackel. Da fackel ich nicht lange. Da. So. Ich habe die Fackeln jetzt erstmal wahllos hingestellt, ne? Ach, ich habe doch extra meine Schaufel repariert, ich Trollo. Und deswegen sind wir abgestürzt. Ja, die letzte Reihe kannst du eigentlich stehen lassen. Die hier. Warum habe ich denn so weit die Mauer rausgezogen? Damit ein bisschen Platz zwischen Mauer und Feld ist. Nee. Ist doch vollkommen logisch. Das sind schon die ersten Orangen, so. Fertig? Eine. Na, da werden wir ja reich. So. Dann können wir hier nochmal wieder eine Reihe Dreck anbauen. Es wird, es wird. Ich sag's ja, wir werden nicht mehr alle sterben. Nee, deswegen guckt's auch keiner mehr. Möglich. Obwohl die ersten haben ja gesagt, wenn ihr sterbt, ist das total langweilig zu zugucken. Mhm. Komisch. Zuschauerzahlen sagen was anderes. Haben wir noch irgendwas, was wir hier anpflanzen können? Ich hab nichts mehr. Ich finde es merkwürdig, dass das Okra und das Brussels Sprouts und die Artischocken nicht wachsen. Ob da wohl zu wenig Licht dran ist? Ich weiß es nicht. Wir werden es feststellen. Vielleicht ist der Orangenbaum, den irgendwie das Licht klaut. Das ist sogar möglich. Dann müssen wir da halt noch eine Lichtquelle hinsetzen. So. Aber das kriegen wir auch noch hin. Soll nicht das Problem sein. Was kann man eigentlich aus Orangen machen? Fruchtsalat. Das gleiche wie aus den Äpfeln. Achso. Ja, das ist ja ein bisschen enttäuschend. Aber man kann die Orangen auch so fressen. Ja. Ja, Mehl brauchen wir noch nicht. Das werde ich dahin packen, dass da. Ja, jetzt muss das Sojazeugs noch gescheit wachsen. Dann haben wir es wieder. Von irgendwo kommen die Viecher rein. Wahrscheinlich ist noch nicht genug Licht da.
Achso, F7. So. Warum ist jetzt... Achso, weil ich F8 gedrückt habe. F8 ist nicht F7. Nee, ist es nicht. Hätte das gedacht. So, der Kaffee wächst schon so langsam. Das heißt, die Informatiker-Grundnahrung ist schon fast vorhanden. Achso, und baust du da jetzt noch eine Sicherung hin? Hallo, Mr. Zombie Guy. Warum mache ich auch die Tür auf? Warum auch? Eine Karotte! Ein Creeper. Das ist mir scheißegal, eine Karotte. Jawohl. Zombiefleisch. Naja, nicht ganz so jawohl, aber auch jawohl. Aber eine Karotte. Weißt du, was das bedeutet? Wir haben Gemüse. Ja. Ich will meinen Spinat aber nicht essen. Es ist ja auch kein Spinat, es ist eine Karotte. Okay. Und da läuft ein Creeper mit einem Kürbis auf dem Kopf. Ja. Droppst du den Kürbis? Creeper Plant Seeds. Nein, tust du nicht. Und nein, wir werden das auch nicht anpflanzen. Noch nicht. Wenn es Creeper-Pflanzen gibt, dann verzichte ich da erstmal drauf. Erstmal. Zombie-Fleisch. Ja, ja, erstmal. Das wird dann in einem gesicherten, von Eisen umgebenen Container. Obsidian, das ist besser. Obsidian, genau, noch besser. Gebunkert und gebaut. So. Jetzt gehe ich nochmal die Farm ab, beziehungsweise sammle den Scheiß ein, der reif ist. Und dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Die Mauer steht. Wir haben hier noch ein paar Riesenbäume, die wir nächstes Mal abarbeiten können. Unserer Dreckfarm geht's gut. Das heißt, wir sind gut ausgestattet. Das war ich vorher schon. Dass wir jetzt... Naja, manchmal ist halt der Wunschvater des Gedanken. Das ist uns soweit... Aha, jetzt wächst auch das Okra. Dass wir nicht mehr ganz so am Verrecken sind. Nur noch ein bisschen. Nicht mehr richtig, aber ein bisschen. Nur noch ein bisschen, richtig. Wenn euch gefällt, was wir Trottel hier machen, dann erzählt es ruhig euren Freunden, euren Haustieren, euren Verwandten, Bekannten. Spread the word, sozusagen. Dann könnt ihr sie auch drüber kaputt lachen, wie wir zwei Idioten uns hier versuchen, gegenseitig nicht umzubringen. Hat schon mal nicht funktioniert bei dir. Ja, das sagt der Richtige. Du hast mich zuerst umgebracht. Ich hatte noch einen gut. Mimimi. Ja, was soll das denn heißen hier, Mimimi? Der hat mir zuerst ins Fämpchen gepinkelt. Du, mir. Ist so. Oh, ich kann wieder Zombiefleisch essen. Nom, 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 nom. Genau, erzählt euren Freunden davon. Lasst es krachen. Macht euch noch einen Chicken und so weiter und so fort. Guckt euch ruhig auch mal den anderen Kanal an, da könnt ihr dann die andere Sichtweise sehen. Ja, genau, vor allem auf meinen. Links sind in der Beschreibung, ansonsten, du hast leider keinen /users/. Nee, habe ich nicht. Leider nicht. Bei mir ist es User, also ist es youtube.com/doomtor, DOOM, so wie es bei Qui-Gon da auch steht, unter TOR. Oder ihr sucht einfach nach Tracker. Und beim Qui-Gon versuchen wir das auch mal irgendwie einzurichten, dass der leichter zu finden ist. Ja, wir probieren's. Wir probieren's. In diesem Sinne, schönen Abend noch oder wann auch immer ihr es guckt. Vielen Dank fürs Zugucken und Fortsetzung folgt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.